brauche jetzt viel Seetang. Das war kein Seetang. Das ist auch kein Seetang. Warum kriegt ihr jetzt keinen Seetang mehr? Das ist doch Mobbing. Ursula? Ich wollte sie eigentlich nicht... Okay. Ursula will einen Haken. Ich verstehe. Kacke. Ach komm schon. Dann versuche ich es hier mal. Dumm. Dieser Fisch verfolgt mich aber auf Schritt und Tritt. Den scheint es überall zu geben. Ich weiß nicht, ist es ein Hering gewesen? Nee, Hering war, glaube ich, das andere. Kabeljau! Dieser Dreckskabeljau! Ist überall. Vertraut ihm nicht. Vertraut dem Kabeljau nicht. Ist überall und nirgends. Komm schon. Ich war doch dran! Ich hasse Angeln. Ah! Kabeljau! Ja, voll, ich auch immer überall hin. Ja, so Kabeljau. Weißt du, egal wo du hingehst, ich weiß, dieser Dreckskabeljau. Das doch. Da, Seta. Manu. Das ist Mobby. Nein! Was bist du denn? Ein Barsch! Boah, Alter. Ich werde aber echt überall verfolgt von den Fischen. Ich brauche keinen Fisch. Ich brauche Seetang. Danke. Pass auf, es ist wieder irgendein komischer Fisch. Gut, diesmal habe ich verkackt. Ja, gar nicht so verkehrt. Ich hoffe, das reicht.
So. Dann probieren wir mal weiter uns durch. Erstes Mal dann sein Ding da fertig. Weiß nicht, fehlten noch andere Sushi-Gerichte? Fugu-Sushi fehlt auf jeden Fall noch. Sieht auch nach Reis aus, aber dann ohne Seetang wahrscheinlich. Kappa-Maki. Was ist denn Kappa? Was ist denn Kappa-Maki? Meguro-Sushi. Sake-Maki. Sake-Sushi. Sake-Maki. Da brauche ich auf jeden Fall Seetang weiterhin für. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Ja, das, was drumherum gebunden ist. Ich habe halt kein. Ich habe keine Ahnung von Sushi, ne? Ich bin da die völlig falsche Ansprechpartnerin, was Sushi angeht. Doch, eigentlich schon. Eigentlich ja. Weird. Dann auf jeden Fall danke für dein Prime Sub wieder. Aber eigentlich müsste ich Benachrichtigung kriegen. Okay, das ist jetzt weird. Steht auch da, ja. Also steht nicht in meiner im Aktivitätsfeed steht es tatsächlich nicht drin. Es steht nur unten in der Statistik drin. Lol. Okay, Twitch bin tatsächlich. Das steht nicht mal in der Statistik drin. Der Follow von vorhin wurde noch angezeigt. Lol. Ich glaube, Twitch ist komplett broken. Warte mal. Ich habe hier aber nichts anderes eingestellt, oder? Overlays. Wo ist es denn? Alerts. Weird. Dann auf jeden Fall vielen, vielen, vielen lieben Dank, Niklas. Es tut mir leid, weil ich das gerade echt kann. Das ist echt weird. Das ist echt weird. Ist aber auch noch alles eingestellt. Bild ist noch da. Variation Settings. Resubber. Ist doch alles da. Aber es wird mir, wie gesagt, noch nicht beim Aktivitätsfeed angezeigt. Also, mir wären tatsächlich. Du hast aber auch auf Teilen geklickt, ne? Weil für gewöhnlich, mir wird es halt nur dann angezeigt, wenn es geteilt wird. Wenn du auf Teilen gegangen bist und nichts kam, dann ist Twitch broken. Weil. Okay, ich teste mal was. Ich teste mal was. Ob es funktioniert. Es ist jetzt kein Sub, der reinkommt oder sowas. Es ist einfach nur, um zu gucken, ob die Alerts funktionieren. Okay, doch, sie funktionieren. Zumindest über Stream Elements. Doch, Prime zählt eigentlich. Kitty macht ja auch immer Prime Sub. Kitty macht eigentlich auch immer Prime Sub. Es ist halt. Ansonsten starte mal den Stream neu. Und wenn sich dann auf dem. Im Chat dann steht, du bist im Summen so viel Monat. Willst du das teilen? Wenn das da steht, dann kannst du nochmal auf Teilen gehen. Wenn es nicht da steht, dann ist Twitch doof. Dann liegt es tatsächlich an Twitch. Aber die Alerts funktionieren eigentlich. Weil der Follower-Sound ging vorhin. Gut, das jetzt ja auch. Es war jetzt halt nur kein Dingens. Ja, ich habe nichts umgestellt. Kann ich löschen.
das kann auch wieder weg. Ganz weird. Aber trotzdem, Niklas, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Kann ja auf dein Abzeichen gehen. Fünften Monat. Aha. Aber danke schön. Ich wünsche dir viel Spaß weiterhin mit den Emotes. Die Foto habe ich jetzt auch. Bald kommt da eine nächste Foto. Ich glaube, ab 6 Monate kommt dann die nächste. Dann liegt dann Twitch, okay. Ja, dann ist Twitch heute ein bisschen... Nee. Wie gesagt, mir wird ja in der Szene auch angezeigt, ich bin offline. Also bei OBS nicht, da steht live, aber bei Twitch selbst steht, dass ich offline bin. Läuft aber mein Stream trotzdem neben einem kleinen Mini-Bildschirm, der da ist. Also es ist ganz, ganz weird. Bald Geburtstag. Wann denn? Wann denn? Oder bist du auf dem Discord und hast es da schon eingetragen? Wenn, dann muss ich nämlich mal nachgucken. Stimmt, ich muss allgemein mal nachgucken, wann wer jetzt Geburtstag hat. Ich hoffe, Jenny kommt nämlich noch bald online. Ich hoffe, Jenny ist bald da. Sofern sie heute kommt. Wäre nämlich gut. Weil Jenny hätte nämlich auch Geburtstag. Ich wollte ihr erst schreiben, aber ich war ja Freitag ein bisschen... Ja. Yeah. Aber ja. Okay. Am 4.12. Aber kein Bock. Ja, verständlich. Ich bin bei Geburtstag. Also ich selber mag eigentlich Geburtstage, aber ich mag meinen eigenen nicht. Ich feiere lieber die Geburtstage von anderen. Ich muss unbedingt dann dran denken. Ich hoffe, Jenny kommt bald. Weil wie gesagt, Jenny wollte ich eigentlich auch noch gratulieren. Die hatte nämlich erst. So, jetzt müssen wir das andere Sake herausfinden. Okay. Jetzt ist es wirklich weird. Nein, mit Kollegen im Party schön zocken. Ja gut, das stimmt. Das ist natürlich... Das ist geil. Und durfte danke für den Reset im 19. Monat. Komm, Steins wird angesagt, ne? Durfte dein Alert kommt. Das ist so weird. Das ist so weird. Aber vielen, vielen, vielen lieben Dank für dein Resub. 19 Monate schon, ey. Heftig. Heftig, heftig. Jetzt will ich einmal was nachgucken. Nein. Kommt mir vor wie 3 Jahre. Na gut, gefühlt kennen wir uns auch schon länger, Dufte. Gefühlt kennen wir uns auch schon länger. Gefühlt ist das schon eine ganze, ganze lange Zeit. Und 5 Monate. Und nur wegen Iron. Ja, stimmt. Stimmt, du kamst ja durch Iron mit hierher. Stimmt. Ach ja. 5 Monate. 5 Monate ist auch schon lange. Ja, dann erwartet dich bald die nächste Tatze. Ich glaube, ab 6 Monate gibt es die nächste. Ja. Dann hast du bald die lila Tatze. Niklas, dann bist du bald lila. Heftig, ey. War nur heftig. Und Dufte geht auf die 2 Jahre zu. Dauert zwar noch ein paar Monate, aber... Da kommt bald das 2-Jahres-Abzeichen. So, ich habe immer noch keinen Sake-Maki gemacht, ne? Sake-Maki. Seetang. Reis. Ich
weiß nicht, was da reinkommt. Probier's einfach. Lachs. Wäre möglich. Zumindest keine Krabbe. Ich guck noch mal. Es muss auf jeden Fall irgendwas Rotes sein. Glaube ich. Bei dem Sakemaki war, glaube ich, rot mit bei. Ja. So rötlich. Also Seetang ist dabei, Reis ist definitiv dabei. Und das sind nur drei Zutaten. Also Soja kommt wahrscheinlich nicht mit rein. Und wir zweimal auf einem Konzert. In welchem denn? Reis. Gemüse. Seetang. Dann gucken wir mal. Karp, Königshecht, Flussbarsch, Barsch, Brasse. Ingbungfeuer, Thunfisch, Wels. Lachs. Okay, wir versuchen jetzt mal den Lachs. Bitte lass es Lachs sein. Ja! Dufte, du bist toll. Weißt du das? Ich kenne mich ja mit Sushi nicht aus. Wantamek und Contra K. Sehr nice. Beides nicht meins. Aber... bestell viel Sushi. Ja, ich nicht. Ich nicht. Ich esse zwar ab und an mal Sushi, aber... okay. Da hatten wir hier jetzt Lachs. Seetang. Das heißt, hier wird es dann wahrscheinlich nur Reis und Lachs sein. Wenn wir jetzt gerade mal hier dabei sind, ne? Rap halt. Also, ein bisschen höre ich, aber da kann ich tatsächlich nicht sagen, was das dann ist. Das ist halt immer so, ne? Das, was einem gerade so gefällt. Aber Rap ist tatsächlich nicht so das, was ich... bei mir ist es dann tatsächlich eher Metal. Tatsächlich so Metal, was ich am liebsten höre. Eigentlich alles irgendwie. Aber bevorzugt tatsächlich... Metal. Okay, Fugu-Sushi. Was ist denn Fugu-Sushi? Kappa-Maki haben wir auch noch. Maguro-Sushi. Kugelfisch. Also Fugu ist Kugelfisch. Habe ich dann... habe ich einen Kugelfisch? Hab ich Kugelfisch? Hab ich... Teufel, was Stör, Garnele, Seezunge. Ich weiß nicht mehr, gibt es hier überhaupt einen Kugelfisch? Doch, müsste es eigentlich geben. Ich weiß noch nicht, ob ich ihn habe. Tintenfisch? Nee, warte mal. Habe ich den überhaupt schon gefangen? Ein Fisch fehlt mir. Ah! Ich weiß, welcher Fisch mir fehlt. Der Fugu. Okay. Gut, das erklärt es. Das dauert also noch. Gut. Den kann ich mir, gedämpfter Fugu kann ich mir dann auch einfach vor der Backe klatschen. Was hatten wir denn dann noch? Kappa-Maki. Was ist Kappa? Kappa-Maki. Maki, so. Gurke. Dufte, du kommst genau zum richtigen Zeitpunkt. Achso, was war denn da jetzt alles drauf? Bild. Reis auf jeden Fall. Reis. Okay, Reis, Seetang, Gurke. Gurke. Seetang. Reis. Gucken wir mal. Juhu! Mit Frischkäse sind die gut. Ich glaube, die habe ich dann tatsächlich auch mal gegessen. Ich habe nämlich auch mal welche mit Gurke gehabt. Die Kappa-Maki. Ich mag ja immer nur die, wo kein Fisch drin ist. Also entweder die mit Gemüse oder die mit Hühnchen. Maguro-Sushi. Vier Zutaten. Ach du Heilige. Tamagoyaki habe ich auch noch. Habe ich dann noch irgendwas mit Sushi?
Nee. Nee, damit hätten wir dann fast alle Sushi-Dinger. Wo weiß ich gar nichts. Allerdings müsste mit Ei sein. Okay, sind nur zwei. Probieren wir einfach mal. Reis. Ja, doch, da waren Eier. Oh mein Gott, bin ich dumm. Ich habe gerade das Ei gesucht, da waren Eier. Gucken wir mal. Nee, okay, wahnsinnig. Zumindest nicht in der Kombi. Das war halt kein Reis. Oh. Das könnte auch Seetang und Ei sein. Wie viel Seetang habe ich noch? Vier. Das. Mache ich mal kurz so. So, das ist es jetzt am Ende. Ah, ne. Also, ich brauche aber trotzdem noch meinen Sakemaki. Sakemaki. Für die Quest. Bevor ich das komplett vergesse. Ich wollte ja wenigstens noch Scar sein Essen bringen. Aua. Wie gesagt, Sushi esse ich halt, aber wenn er, wenn das Grüne oder das hier drumherum sehr nach Fisch schmeckt, mag ich das wiederum nicht. Ich bin ja ganz komisch, was Sushi angeht. Bin ganz, ganz seltsam, was Sushi angeht. Mit Fisch sowieso nicht. Bei Fisch bin ich raus. Aber manches schmeckt eigentlich immer ganz lecker. Wie gesagt, wenn Hühnchen mit bei ist, sowieso. Dinger mit Hühnchen liebe ich. Keine Ahnung, wie die heißen. Wo ist Gar? Ihr wollt mir jetzt nicht sagen, dass Gar... Da ist Gar. Gar ist im Restaurant? Gar sitzt da jetzt aber... Okay, für Tiere gibt es wohl Stehtische. Da bist du ja. Hi. Ich hab dein Essen. Du hast das Essen zubereitet, aber die Präsentation ist mangelhaft. Ich verstehe darauf, dass du es richtig machst. Bring es der Ratte, damit sie dir zeigt, wie man es richtig macht. Was? Du darfst jetzt gehen. Was? Okay. Remy! Tempura schmeckt alles. Mit Panade frittiert. Die habe ich, glaube ich, noch nicht probiert. Was habe ich, meine ich, noch nicht probiert? Frisches hatte letztens auf jeden Fall Sushi. Aber ich weiß gar nicht. Da war, glaube ich, rote Beete mit drin. Und irgendein Fisch. Lachs und rote Beete? Ich glaube, Lachs und rote Beete. nein. Brauch Remy. Remy! Hallo! Hi. Hier. Bonjour. Du hast dich wieder selbst übertroffen. Es sieht gut genug aus, um in einem feinen Restaurant angeboten zu werden. Während du mit dem Hauptgericht beschäftigt warst, habe ich einen Kokoskuchen, weil das Löwe noch essen, gemacht. Der Scar so voll machen sollte, dass er niemanden mehr fressen will. Bringen wir ihm gemeinsam den Kuchen. Sicherheit in der Masse, richtig? Danke. Okay, wer hat bitte schon mal einen Löwen Kuchen essen sehen? Also ich nicht. Das kann doch nur in die Hose gehen. Jetzt, wenn es gar Kuchen ist.
Kuchen. Und Kokos. Als wenn der Kokoskuchen ist. Staubtrocken, geschmacklos und ganz ohne Zebra oder Gazelle. Zweifeln wir jetzt den Augen. Boah, Alter, gib dem Tier doch einfach ein Schwein zum Fressen und fertig. Geht's? Rote Beete sie gar nicht. Meins auch nicht. Frisches liebt rote Beete. Wir haben auch, ich weiß nicht, wie viele Bottiche rote Beete eingefroren. Aber rote Beete war irgendwie. Ich weiß nicht. Ich rieche ihn auch nicht gerne. Das ist ungefähr wie Grünkohl. Grünkohl kann ich auch überhaupt nicht essen. Wird es immer mehr im Mund. Da. Nee, ist nicht meins. Bist du so, ja, mir auch. Mir auch. Nun, deine Nachbarn haben sich eine Pause von meinem Hunger nach Fleisch verdient. Du solltest netter zu den Leuten sein. Dann wären sie netter zu dir. Nett interessiert mich nicht. Für Gehorsam und Respekt. Skar, den verdient man sich. Zufälligerweise. So. Okay. Da ihr euch ja für FF entschieden habt, Uska Level 3 ist. Das dauert aber noch dann. Werden wir zu FF wechseln. Weil um 20 Uhr ist dann wieder mit Sio. Nein! Mit einem. Okay, Ska, du bist. Ja, ich mag dich. Ska, du bist toll. So. Ich meine, wir haben ja auch ein paar Gerichte wieder von der Liste abgearbeitet. Also auch ganz schön. Vielleicht schaffe ich es dann morgen vom Stream. So.